Grüßt euch. Also viele haben gesagt, ich freue mich bei der Begrüßung und ich freue mich auch. Die Idee zu diesem Seminar ist ja dadurch entstanden, dass ich im Mastertreffen immer mal wieder Konzepte kurz erklärt habe, so die wesentlichen Dinge daran, und da sind die Master auf mich zugekommen und haben gesagt, können wir das nicht im Zusammenhang alles nochmal mehr davon haben. Und dann haben wir geplant, war erst gedacht, eigentlich für den kleineren Masterkreis dann dafür mal ein dreitägiges Seminar zu machen, uns wirklich Zeit dafür zu lassen. Und dann haben wir es im ganzen Netzwerk ausgeschrieben, also nicht öffentlich, sondern eigentlich im Kreis Vertrauter von Menschen, die ja ein oder zwei Jahre mindestens schon am Institut waren. Und da war die Resonanz jetzt so erfreulich groß, wie wir es da sehen. Da haben wir es ein bisschen umgebaut und haben gesagt, lass es uns mit Hotelaufenthalt und gemeinsamem Essen machen, lass uns ein bisschen ein Fest draus machen, weil ich entschlossen bin, das nur dieses eine Mal zu machen. Und von daher ist es auch schon für mich eine Station in einer Lebens- und Berufsentwicklung. Und es war ja für mich in der Vorbereitung auf heute auch Gelegenheit, auch nochmal viel Rückschau zu halten. Sage ich gleich noch mehr dazu. Jetzt haben sich erfreulicherweise einige Menschen, die bisher noch keinen Kontakt zum Institut haben oder noch nicht in einem Curriculum waren, eingefunden, die denen irgendwie ein heißer Tipp von irgendeinem lieben Menschen gegeben wurden. Die sind herzlich willkommen und mögen sich gerne hier einfügen. Wir duzen uns hier in der Regel, es ist wie auf dem Schiff, so, wenn man es dann betritt. Man kann dann danach aber jedem das Sie anbieten, wenn man wieder von Bord geht. Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also fange ich vielleicht erstmal im Äußerlichen an, die Materialien, die ihr habt. Also ihr habt eine Teilnehmerliste und dann habt ihr eine Fotokopie der Charts. Also die mich kennen, die für die ist es natürlich eine Neuigkeit, dass hier so viele vorbereitete Charts hängen, dass ich jetzt nicht hier mein übliches Gekraxel mache. Das fand ich, dass das jetzt für diese Art von Veranstaltung an der Zeit wäre. Und ihr habt eine Kopie aller dieser Charts, die ich vorbereitet habe für diese drei Tage. Heißt nicht unbedingt, dass wir alles machen müssen. Und wir haben die auch nochmal in DIN A4 kopiert und dort an den Pinnwänden ausgehängt, nach den verschiedenen Themengebieten geordnet, sodass, wenn ihr wild gestikulierend, diskutierend irgendwas besprechen wollt, ihr auch dann dorthin gehen könnt, sodass ihr nochmal vor Augen habt, welche Charts da welche Ideen ausgelöst haben. Und es soll eben auch dadurch, dass ihr es in der Hand habt, es kommen noch Ordner, glaube ich, morgen, sodass ihr das dann noch reintun könnt. Die waren in dieser Zahl dann nicht mehr vorrätig bei uns. Sodass ihr auch immer ein bisschen vor und zurück blättern könnt. Dass ihr mit mir zusammen verfolgen könnt, wo sind wir eigentlich, und auch helfen könnt, mitzusteuern. Zum Kontrakt hier nochmal. Das war ja von Anfang an auch so ausgeschrieben, dass es wirklich ein Durchmarsch durch Konzepte ist. Also I will give you a hard time. Also es ist keine Veranstaltung, bei der jetzt mein Hauptaugenmerk daran liegt, dass ihr in der Lernkultur lernt, von der hier die Rede sein wird. Das tun wir aber sonst, das wisst ihr ja, das tun wir aber sonst ja in der Regel. Aber wir erlauben uns, weil wir da eben auch im Tun unsere Konzepte vertreten, die besondere Situation, dass ich möglichst viel erzähle
und dass wir gerne auch über das Erzählte Zwiesprache halten können. Und ihr müsst einfach sagen, wenn ihr nicht mehr könnt oder zwischendrin mal ein bisschen Pause oder Gesprächszeit untereinander habt, dann können wir einfach einen kurzen Cut machen und wir machen Murmelgruppen oder sowas. Oder wenn es dann insgesamt anstrengend wird, überlegen wir zusammen, was zur Auflockerung dienen wird. Der Hauptfokus ist aber, dass ich das ganze Spektrum der Konzepte des Instituts, der Konzepte, die ich in den letzten 25 Jahren entwickelt habe, versuche euch aufzuspannen, den ganzen Fächer. Und ich war selbst erstaunt, wie groß der ist, als ich das jetzt gemacht habe. Das bedingt, dass ich nicht alle Konzepte jetzt natürlich im Einzelnen erklären kann, wie wir das mit dem Curricula tun, es sei denn, ihr habt 3 Wochen Zeit, sondern dass ich, und darin sehe ich auch die Funktion der Veranstaltung, die Konzepte im Wesentlichen charakterisiere. Und ich habe auch von den vielen Konzepten, die wir vertreten, deswegen steht hier auch nach Art des Hauses, diejenigen ausgewählt, die Neuschöpfung oder Weiterentwicklung von mir sind. Also die Konzepte, die wir einfach übernommen haben, weil sie gut sind und gerade so lehren, aber auch Konzepte, die die anderen Lehrtrainerinnen und Lehrtrainer in die Curricula einbringen, die aber nicht von mir sind, originär, die kommen jetzt hier nicht vor. Also es ist Bernd Schmid Special. Nur, dass ihr nicht denkt, das wäre jetzt ganz repräsentativ. Und weil ich ja ursprünglich aus der Beratung, aus der Psychotherapie komme, ist mir selbst ja auch aufgefallen, in dem Bereich der Organisationsentwicklung und der Organisationskonzepte, die nicht mein originäres Heimspiel sind, gibt es nicht so viele neue Entwicklungen wie etwa im Bereich von Persönlichkeit, Kommunikation, Intuition, Arbeit mit seelischen Bildern und Ähnliches. Also das, nur dass ihr versteht, dass es nicht der Anspruch ist, ganz fürs Institut ganz repräsentativ zu sein, sondern wieder zu spiegeln, wo hat Bernd Schmid im Zusammenspiel natürlich mit den anderen in den letzten 2,5 Jahrzehnten was entwickelt, was sind die Gedanken dahinter. Der Deal auch hier ist jetzt, was die Veranstaltung betrifft, dass daraus eine DVD und eine CD entstehen soll, damit das dann für die Nachwelt festgehalten ist. Und mit der Anmeldung habt ihr euch damit ja einverstanden erklärt. Ich glaube, hoffe, es war jedem deutlich. Und da möchte ich euch auch bitten, durch euer Verhalten mit dazu beizutragen, dass die Aufnahme gut gelingt. Insbesondere, wenn wir miteinander, also ich meinte jetzt weniger das süchtige Auftreten oder sowas, sondern ich meinte die Selbstdisziplin, dass wenn wir dann sprechen und reden und ihr Fragen habt, was sehr willkommen ist, dass ihr, bevor ihr loslegt, das Handmikrofon nehmt, dass das dann auch nachher auf der CD oder der DVD gut zu hören ist. Das, und wenn ihr spontan das aus den Augen verliert, erlaubt mir, dass ich euch daran erinnere und wir die Welt anhalten, bis ihr ein Mikrofon vor dem Gesicht habt. So, das ist soweit der Deal. Noch zum Äußeren, also wir heute, das ist ja einschließlich Abendessen, Mittagessen und Abendessen, heute und morgen. Und muss ich noch irgendwas wissen oder sagen? Zeitgestaltung, es gibt ein paar Vorgaben vom Haus, das heißt, wir müssen heute um 12:45 zum Essen. Ich habe mir deswegen eine Uhr mitgebracht. Ich habe nämlich mit meinem 60. Lebensjahr morgens zum Duschen die Uhr ausgezogen und danach nicht wieder angezogen. Und ich merke, es war irgendwie auch ein Zeichen und ich merke, es geht auch ohne Uhr, aber nicht so gut, wenn ich Zeit einteilen muss beim Referat. Deswegen habe ich mir jetzt also heute noch eine Uhr mitgebracht. Also 12:45. Die Ausführlichkeit der einzelnen Konzepte weiß ich noch nicht so recht, wie wir das machen. Da müssen wir uns auch ein bisschen abstimmen. Da können wir uns besprechen. Da helft ihr einfach am Mitsteuern, ob es, wenn wir merken, wir kommen nicht so gut durch, ob ihr es lieber dann eben nicht alles haben wollt oder ob ich lieber die Sachen knackiger machen soll. Da müssen wir halt miteinander reden.
So, das sind die äußerlichen Vereinbarungen. Jetzt war das ja auch für mich eine Verantwortung, dass so viele Menschen bereit waren, Zeit und Geld und Aufmerksamkeit einzubringen, dass wir die Veranstaltung machen, dass ich mich doch ausführlich vorbereitet habe. Und ich hoffe, es ist nicht zu provozierend, aber ihr seht an meiner Bräune, dass wir wieder bei unserem Treffen in Gomera waren für 14 Tage mit Gunter Schmidt, Hans Fink, Eberhard Hauser und Franz Inders und Bernhard Tränkle. Also eine nun erweiterte Männerrunde. Und da war ich dann also jeden Tag dran, die Vorlage, die ich gekriegt habe von der Susanne, welche Charts wir da haben, noch weiter zu entwickeln und zu bearbeiten. Und auf diese Weise bin ich vielem einfach wieder begegnet oder habe gedacht, da habe ich doch was geschrieben und habe nochmal was nachgelesen, sodass mir jetzt auch wirklich vieles sehr präsent geworden ist, von dem ich auch zum Teil auch schon einfach wieder ein ziemliches Stück weg war. Dabei habe ich gemerkt, dass wir zu den wesentlichen Konzepten wie Persönlichkeit, Kommunikation und Ähnliches immer auch im Laufe der Jahre Schaubilder produziert haben, weil die sich einfach auch besser einprägen. Aber dass ISB-Konzepte eben nicht immer durch ein Schaubild repräsentiert ist. Also sehr oft sind es dann auch knackige Sätze, die für was stehen, wie etwa OE ist Chefsache oder findet nicht statt. Also in sehr vielem sind es dann auch Ansichten über Lernen, über Organisationskulturentwicklung, über das Zusammenspiel der Lebenswelten in einem Menschen, die dann oft auch in Sätzen zum Ausdruck gebracht wird. Also viele dieser Charts enthalten dann auch einfach markige Sätze, an denen ich mich orientiere, um über diese Punkte auch zu sprechen. Manchmal sind es auch einfach nur Überschriften über Konzepte, auf die ich verweisen möchte, wie zum Beispiel die Antreiber, die wir aber in dem Zusammenhang nicht sehr ausführlich behandeln. Die Konzepte der Transaktionsanalyse, die habe ich, sofern sie nicht wesentlich überarbeitet sind und heute bei uns nicht mehr als TA-Konzepte firmieren, eher ein bisschen beiseite gelassen, weil ich auch einmalig im nächsten Sommer ein solches TA-Konzepte revisited mache, indem ich sozusagen meine Vergangenheit in der Transaktionsanalyse auch nochmal aufarbeite und denjenigen, die das interessiert, eben meine Sicht der TA-Welt und Konzepte darstelle. Konzepte heißt auch nicht immer Inhaltskonzepte, sondern heißt oft auch methodische Ideen, Vorgehensweisen. Diese ganze Idee der systemischen Didaktik werden wir natürlich nicht in dieser ganzen Breite darstellen. Im Masterkreis haben wir uns speziell darüber ja schon öfter verständigt. Es ist ja auch ein Buch, das gerade im Entstehen ist zum Bereich systemische Didaktik. Aber unser Verständnis, weil wir eben die Dinge so ineinander geschachtelt sehen, dass die Art des Lernens natürlich etwas prägt, was die Art der Rollenausübung in der Organisation betrifft und die Auswirkungen auf die Organisationskultur, die wir erhoffen, und wie wir dann mit dem Lernen umgehen, es ist eine Kette. Insofern ist mit der Vorstellung, was am Ende stehen soll oder warum wir mit welchen Konzepten arbeiten, hat natürlich viel damit zu tun, wie wir uns diesen Prozess des professionellen Lernens und des Beeinflussens von Organisationen durch professionelles Lernen vorstellen. Es ist auch klar, dass die Konzepte eines Organisationsberaters auch, aber in erster Linie eines Weiterbildners für Fachleute sind. Also sind die Konzepte, die einfach in den 20 Jahren aus der Weiterbildungsarbeit des Instituts erwachsen sind. Wenn ich von der Hauptidentität Organisationsentwickler wäre, würde ich natürlich andere Arten von Konzepte
in den Vordergrund rücken. Das ist auch wichtig, das mitzubedenken, dass wir uns auch auf die Fragen etwa der Führung oder des Umgangs mit Strategieprozessen in Organisationen immer über die Bühne Professionellen zu helfen, mit diesen Themen umzugehen, uns befassen und nicht als die, die direkt vor Ort verantwortlich sind, sei es als Manager, als Führer oder als Interne. Also nur um so auch ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für die Perspektive. Ist das verständlich? Gut. Muss ich gerade mal überlegen. Also es sind im Moment, glaube ich, 9 Bereiche, ich kriege die nicht mehr ganz zusammen, aber ich sage euch mal, was ich mir überlegt habe, wie wir da dran gehen. Ich bin ja ein intuitiver Denker, also in der Jungschen Schematik, auf die wir dann nachher auch mal noch kurz kommen. Und ich bin eher ein Mensch, der sich über Abstraktion organisiert. Das heißt, damit ist verbunden eine gewisse Schwäche, dass ich oft nicht nötig empfinde oder sie mir auch nicht leicht einfallen, die konkreten Beispiele. Wie sieht das denn aus? Wie macht man denn das? Sondern ich erkläre oft die Idee. Da habe ich vor kurzem eine sehr nette Formulierung gehört. Bitte vergessen Sie nach der Veranstaltung nicht, Ihr Handy wieder anzuschalten. Wo war ich? Weiß das jemand? Ja, genau. Ich bin der intuitive Denker. Das heißt, für mich sind Ideen und insbesondere, wenn ich die seelische Bewegung hinter den Ideen spüre, eigentlich konkret genug. Und ich hoffe sehr und lade euch ein, und meist gelingt es ja auch, dass ich gar nicht die Beispiele bringen muss, sondern dass die Beispiele durch die Ideen automatisch in euren Kopf gerufen werden. Also dass ihr die euch dann auch herholt. Und das ist auch ganz schön, wenn ihr ab und zu mal ein Beispiel auch reinbringt, das euch da jetzt einfällt. Also, und wenn es dann gar zu unverständlich ist, dann fragt mich dann schon nochmal nach etwas mehr Konkretisierung. Ob es mir dann gleich einfällt, werden wir dann sehen. Vom Aufbau her, ich habe jetzt gedacht, wir fangen mit den Konzepten an, die am bekanntesten und vom inhaltlichen Arbeiten her auch am wichtigsten ist. Deswegen habe ich gesagt, ich bin intuitiver Denker und Abstrakter. Ich würde natürlich als erstes jetzt mit den wissenschaftstheoretischen Hintergründen meiner Arbeit anfangen. Aber seit da mir einer mal nach so einem Vortrag gesagt hat, auch zu Beginn eines Kongresses, das war ein bisschen viel auf nüchternen Magen, habe ich mir angewöhnt, eher mit den leichter verständlichen, konkreten Dingen anzufangen. Und dann, wenn wir aufeinander eingeschwungen sind und ich merke, ihr vertragt das noch, dass wir dann noch mehr auf die Schwäne dahinter, darüber übergehen. Und deswegen fange ich an gleich mit unseren Konzepten zur Persönlichkeit, sehr naheliegend, und danach eben Kommunikation und Beziehung. Und dann müssen wir dann sehen, je nachdem wie weit wir da sind, entweder würde ich dann gerne auf Steuerung gehen, systemische Ansätze und Steuerung, dass überhaupt dieser Steuerungsgedanke ein ganz wichtiges eigenes Kapitel ist, ist durchaus auch eine Schöpfung von mir, die mir gar nicht klar war, bis unser Lehrtrainer und mein Kollege Andreas Kannicht, der ein Einführungsbuch über systemische Beratung geschrieben hat. Und wenn ich wieder Kraft habe, noch ein zweites zu schreiben, schreibe ich eins über systemische Steuerung. Denn da hast du Konzepte entwickelt, die gibt es sonst nicht in der systemischen Welt. Und da ist mir erst klar geworden, dass wirklich die Steuerungskonzepte nochmal ein ganz eigenes Thema für uns sind. Das machen wir entweder danach oder wenn wir noch stärker erstmal noch bei Inhaltsthemen bleiben wollen, machen wir Dinge wie Macht und Verantwortung oder Dilemma. Dann habe ich noch einen PowerPoint-Ordner mit Team und
mit Organisations- und Kulturentwicklung. Weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt schon alle neun habt. Aber ich habe eben eher so gedacht, wir fangen uns, um uns anzuwärmen, gleich nachher dann mit dem Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit an. Denn wenn jemand wenig vom Institut kennt, das kennt er. Okay, dann kann ich da einfach loslegen? Schön. Bitte? Und? Ja, und da ist es schon, das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit. Das beschreibt Persönlichkeit in seinen Rollen auf den Bühnen seiner Welten. Es könnte natürlich auch ein Viereck oder ein Fünfeck oder ein Siebeneck sein, weil man kann natürlich je nach Analysegegenstand das dann aufteilen. Ne? Also Organisation, in der ich arbeite, für die ich arbeite, die Privatwelt kann man aufteilen. Was der Günther Mohr ja in seinem Buch gemacht hat, in wirklich privat-familiäres Engagement, aber auch gesellschaftliche Welt. Also dass es drei sind, hat eigentlich jetzt nur, erstens, weil ich die Zahl drei ohnehin mag und es gern einfach halte, aber es hat einfach nur den Zweck, dass das für die meisten Aussagen, zu denen dieses Modell führen kann, erstmal ausreichend ist. Aber man muss es natürlich dann differenzieren, wenn man das möchte. Also das Besondere an diesem Modell ist, es ist ja entwickelt aus einem Rollenmodell der Persönlichkeit in der Transaktionsanalyse. Es postuliert einfach nicht, da den Menschen, da seine gesellschaftlichen Rollen und da die Gesellschaft und nun wie interagieren die miteinander, also dass der Mensch erstmal theoretisch losgelöst wird von seinem Sein und Handeln in der Welt, um nachher zu überlegen, wie der Mensch und seine Rollen und die Welt wieder zusammengebracht werden können, mache ich das definitorisch anders. Und das ist einfach eine pragmatische Setzung, indem ich sage, der Mensch wird von vornherein als der Mensch in seinen Rollen beschrieben, einen anderen gibt es nicht. Und zu den Rollen gehören natürlich immer Szenarien, innerhalb deren diese Rollen gespielt wird. Und dadurch ist vom Konstrukt her der Mensch ein soziales Wesen und der systemische Zusammenhang zwischen Mensch, Funktionen der Gesellschaft und die Einflüsse in dieser Gesellschaft gehören von vornherein definitorisch zusammen. Die werden gar nicht erst auseinandergenommen. Und da ist dann oft die Frage, warum der Mensch ist aber doch mehr als die gesellschaftliche Rolle. Das ist richtig, wenn man die gesellschaftliche Rolle, und das ist der eine Begriff von Persona, nur als diese maskenhafte Oberfläche sieht und dahinter ist ein Wesen. Mein Rollenbegriff ist da ein bisschen anders. Die Rolle ist einfach eine bestimmte Art, mich zu erfahren, mich und zu handeln, durch die meine unverwechselbare Eigenart hindurchtönt. Also es ist nicht so heute wie im griechischen Theater, dass die Persona eine Maske ist, die ein Teil eines mystischen, schematischen Spiels ist und der Sprecher und Träger dieser Maske ist als Individuum uninteressant, sondern heute ist diese Maske ja sehr beweglich geworden, sehr durchscheinend, und der Mensch, der sie trägt, für den soll das ein Ausdruck seiner Wesensart sein. Und das ist dieser andere Begriff von Person, Personare, nämlich hindurchtönen. Das heißt, durch die Rolle soll ein Mensch seine unverwechselbare Eigenart zum Ausdruck bringen, nach außen bringen oder von außen gesehen hereinbringen. Und diese Konstruktion ist ganz wichtig für unser Verständnis von Organisation, wo wir später hinkommen, wo wir glauben, dass wenn da nicht beseelte Wesen hinter ihrer
kontrollierbaren, beschreibbaren Oberfläche sich aneinander anschließen, dass dann Organisationen in komplexen Zusammenhängen auch nicht funktioniert. Das heißt, dieses Persönlichkeitskonstrukt ist schon ein Vorläufer oder bereitet schon vor auf ein bestimmtes Verständnis, wie lebendige Organismen, und so als solche verstehen wir Organisationen, auch funktionieren können. Wichtig daran, an dieser Dreier-Einteilung, ist dann auch nochmal die Unterscheidung zwischen Organisationswelt und Professionswelt. Und das hat etwas natürlich mit unserer Tätigkeit zu tun, dass wir nämlich Professionelle qualifizieren, die wollen Coach werden, aber nicht Coach bei Daimler-Benz oder in der Genossenschaft, sondern die wollen ein eigenständiges Berufsbild, eine Identität entwickeln. Sie wollen natürlich die vielen Rollen, die Coach sein bedeuten kann, leben, aber wollen das in ihrer ganz eigenen Art tun und wollen nicht den Style einer Organisation kopieren. Also sie wollen Unternehmer in eigener Sache sein. Und wenn die bei uns zur Qualifizierung sind, ist dann auch im Vordergrund, wie kann ich zum Beispiel diese Professionsrolle Coach entwickeln, ein Selbstverständnis entwickeln, eine Art, wie ich das optimieren kann, wie ich feststellen kann, was an Lernprozessen da für mich noch hinzukommen könnte, unabhängig von einer aktuellen Auftrag für Coaching für eine bestimmte Organisation. Wenn wir nachher bei dem Punkt Beratung sind, nennen wir das dann, wenn wir so jemanden supervidieren, unter der Gesichtspunkt Professionsentwicklung, zum Beispiel Coach, dann nennen wir das dann Professionsberatung. Wenn diese Person zu uns in die Supervision kommt und sagt, Moment, wie ich als Coach agieren kann, weiß ich im Prinzip, aber jetzt im Moment geht es mir darum, welche Auseinandersetzung führe ich mit einer bestimmten Organisation, an deren kulturellen Eigenarten ich stoße mit meinem Verständnis, meinem professionellen Verständnis davon, was ein Coach ist, worauf er achten soll. Die haben ganz andere Vorstellungen, wollen mich ganz anders nutzen. Dann beraten wir ihn nicht in erster Linie im Gesichtspunkt, was kann ich dazulernen, um ein guter Coach zu werden, sondern was kann ich an der Stelle dazulernen, um mich als Funktionsträger in einer bestimmten Organisation zurechtfinden zu können und zu entwickeln. Und dann bezieht sich das auf die andere Seite seiner Persönlichkeit, nämlich der aktuelle Funktionsträger in einer Organisation. Und das verschiebt zum Beispiel die Prioritäten bei begrenzter Zeit für die Frage, wie man im Coaching vorgeht und welches die Lernbedarfe sind. Die Unterscheidung, und da kommen wir dann später noch ausführlicher drauf, zwischen einem professionellen Selbstverständnis und einem Selbstverständnis als Funktionsträger in Organisation hat auch einen fruchtbaren Begegnungseffekt. Wenn jemand weiß, wer er ist in seinem Beruf als Führungskraft, unabhängig von der aktuellen Tradition der Organisation, in der er Führungskraft ist, der hat eine ganz andere Fähigkeit zu einem konstruktiven Dialog mit der Unternehmenskultur, was die Voraussetzung dafür ist, dass die Unternehmenskultur sich im Dialog mit verschiedenen Professionswelten auch entwickeln kann. Also es kann, viele Menschen haben, so war das früher üblich, ihre professionelle Identität in einer bestimmten Organisation gefunden und können nachher gar nicht mehr wissen, was ist jetzt eigentlich in mir Daimler und was ist in mir Coach, der überall ein Selbstverständnis hat. Und wir glauben, dass dieser Dialog zwischen den Menschen als sich als Professionelle Verstehenden und den Organisationen auch ungeheuer wichtig ist, sowohl für die Entwicklung der professionellen Selbstverständnisse, dass nämlich der Funktionsträger in der Organisation in mir sich mit dem vielleicht mehr freiheitsliebenden Coach, der seine Lieblingsthemen macht, aber sich nicht unbedingt auf die Belange der Organisation so arg konzentrieren möchte, diese Diskussion in mir
oder nach außen verlagert zwischen mir und anderen Partnern in der Organisation kann für die Klärung dessen, was für die Organisation gut ist und was für die Profession gut ist, außerordentlich nützlich sein. Und da hilft eben ein solches Persönlichkeitsmodell, in dem ich nicht erwarte, da aus einem Guss zu sein, sondern ich bin unterschiedlich orientiert, je nachdem, ob ich im Moment mich hauptsächlich auf meine Berufslebensentwicklung orientiere oder ob ich mich im Moment auf bestimmte Organisationswelten hin orientiere. Die Unterscheidung zwischen Privatwelt und Berufswelt, die ist eine sehr übliche. Dafür hätten wir dieses Bild jetzt nicht erfinden müssen. Das Konzept ist dann später, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel vorwegnehme, weil wir dann die ganzen Themen natürlich dann aus den anderen Perspektiven wiederkommen, kann man auch dazu verwenden, um Work-Life-Balance-Überlegungen anzustellen. Also es geht davon aus, dass ein Mensch auch im Spannungsfeld verschiedener Entwicklungsstrebungen stehen kann. Welche professionellen Entwicklungswünsche sind da, welche Karrieremöglichkeiten sind in der Organisation da, welche familiären Entwicklungen oder andere Entwicklungen in der Privatwelt sind da. Und da verstehen wir den Menschen als jemand, der Balance halten muss, zu dessen wichtigsten Kompetenzen gehört, die Dinge zusammenzukriegen, dass es zueinander irgendwie passende Entwicklungen sind. Wir kommen später noch auf den Begriff, das wäre die Integration, wir kommen später noch auf den anderen Begriff der Integrität, es nicht nur zusammenzukriegen, sondern es so zusammenzukriegen, dass sie das Gefühl haben, dass sie ihre eigene Entwicklung dadurch auch gut befördern, dass sie das dann auch sind, diese Art von Kombination. Und später werde ich zum Beispiel den Coaching, das Persönlichkeitscoaching so verstehen, dass der Hauptfokus ist, diese Zusammenhangsberatung, wofür es keinen anderen guten Berufsstand gibt, der Spezialist für die Zusammenhänge ist. Ich habe mal so eine Metapher erfunden, wenn es darum geht zu fragen, was sind gute Balancen, man stelle sich vor, eine Lebensentwicklung wie einen dreibeinigen Hocker. Und dann kann jeder mal so gucken, wie sieht sein Hocker da aus. Und mancher Hocker gerät in Schieflage, was entsprechend eine kompensatorische Haltungsänderung erfordert, was sehr elegant aussehen kann, vielleicht besser als ich das jetzt mache, was aber auf Dauer dann doch vielleicht zu Schiefhaltungen führen kann. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das Heil darin liegt, dass jemand den Energiekuchen oder was immer da aufgezeichnet wird, auf diese drei Bereiche völlig gleichmäßig verteilt. Da gibt es viele Wege, glücklich zu werden und in einem Lebensverlauf ist es normal, dass sich abwechselnde Ungleichgewichte insgesamt eine sehr gute Entwicklung und auch was Gleichgewichtiges ergeben können. Also bloß nichts dogmatisch verwenden. Aber es ist immer wieder mal gut, sich zu fragen, wie ist denn der Hocker, um in diesem sehr einfachen Bild zu bleiben, derzeit gebaut und müsste ich jetzt nicht, weil ich unter das eine nur den einen Fuß dieses Hockers noch ein bisschen was drunter tun, dann wäre es leichter, Balance zu halten. Die Ehefrau wäre vielleicht auch dafür oder der Arbeitgeber oder je nachdem, welches Hockerbein da im Moment ein bisschen kurz geraten ist oder ein bisschen dünner oder je nachdem, wie man diese Metapher benutzen möchte. Das soll jetzt nur angedeutet werden, aber gut finde ich an diesem Persönlichkeitsmodell, dass es direkt für Kommunikation weiterverwendet werden kann, dass ich nämlich, wenn zwei Menschen sich begegnen, fragen, welche Rollen begegnen sich denn da? Auf welchen Bühnen, in welchem Verständnis dieser Bühnen? Und in der Transaktionsanalyse geht es dann weiter, da gibt es ja die komplementären und die nicht komplementären Transaktionen. Also ich spreche im Moment meinen Mitarbeiter an bei der Frage, wie machen wir es denn jetzt mit dem nächsten Seminar? Ich überlege mir das nicht so recht, ob ich den als Fachkollegen anspreche oder ob ich den als Leiter des Instituts anspreche. Irgendwo meine ich aber Leiter des Instituts
Und es spinnt sich eine Diskussion, weil der andere das versteht, als eine Diskussion unter gleichberechtigten Fachkollegen. Und dann kann ich irgendwann vielleicht unwirsch werden, weil ich meine, der müsste jetzt sich einfach damit zufrieden geben, wie ich es haben möchte, was nicht unbedingt eine angemessene Erwartung wäre, wenn gleichberechtigt zwischen Professionsrollen diskutiert wird, aber eine durchaus angemessene Erwartung, wenn zwischen Organisationsrollen, nämlich Leiter und Mitarbeiter, diskutiert wird. Und wenn beide Beteiligten sich verständigen, in welchem Rollengefüge sie miteinander gerade zugange sind, kann das viele Entgleisungen und Schwierigkeiten in Kommunikation sehr wohl beheben. Ein schönes Beispiel ist jetzt gerade auf dem Coaching-Kongress DBVC in Potsdam vom Arist von Schlibbe vorgetragen worden, der einen Fall eines Familienunternehmens dargestellt hat und sehr anschaulich aufgezeigt hat, wie da Frustrationen entstehen, weil da nicht genügend Bewusstsein über die Ebene der Fall ist. Also er hat erzählt davon, dass der Vater den Betrieb an seinen Sohn weitergibt. Und der Sohn schlägt die Haken zusammen und sagt, okay, ich mache einen Businessplan und melde mich in 4 Wochen wieder bei dir. Und der Vater war völlig entgeistert. Ja. Und da hat dann der Arist interveniert und hat gesagt, da liegt wohl eine unterschiedliche Ebene vor. Der Vater spricht sie jetzt an als Sohn. Wie wollen Sie denn als Sohn reagieren? Und hat er gesagt, ach, es rührt mich so, dass du dein Lebenswerk an mich übergibst. Und das empfinde ich als eine große Würdigung. Und dem Vater laufen die Tränen runter. Und die haben sich gefunden. Also es zeigt, wie wichtig das sein kann, dass da die Rollenebenen, auf denen kommuniziert wird, mit den Welten, die damit verbunden sind, dass die zueinander finden. Und ich habe das früher schon immer gesagt bei der Beratung von Familienunternehmen, dass es ganz wichtig ist, mehrere Bezüge zu unterscheiden. Und weil die Psychotherapeuten oft das nicht so gut hingekriegt haben, habe ich eher auch geraten, die familiären Fragen von den Fragen des Business und der Eigentümerklärung zu trennen. Mittlerweile gibt es aber offenbar gut entwickelte Modelle, die zeigen, wie diese Welten sich überlappen und die dann auch in der Beratung helfen, immer wieder für alle sich zu orientieren, sind wir jetzt auf der Ebene der familiären Beziehung, sind wir auf der Ebene der Eigentümerversammlung oder sind wir auf der Ebene der Funktionen in der Organisation. Und das hat sich sehr bewährt, dass man dafür entweder dass man es kommunikativ markiert, dass jeder weiß, in welchem Stück sind wir. Oder manchmal sogar notwendig ist, dafür verschiedene Orte zu suchen, dass es jedem leichter fällt, auch die Spur zu halten. Also es ist nicht nur eine Frage des Identifizieren Könnens dieser Ebenen, sondern es ist eine Frage, auch spurtreu zu bleiben, dass man in einem Event auch wirklich beibehält, bestimmte Welten und Rollengefüge im Vordergrund zu halten, dass die anderen immer irgendwo im Hintergrund mitlaufen und mit wichtig sind, bleibt so, dass so ist das Leben. Aber sie sollten nicht unkontrolliert oder unbeobachtet sozusagen die Steuerung des Stücks auf der Vorderbühne beeinflussen. Dass da irgendeine alte Eifersuchtsgeschichte bei der Frage, wie man jetzt, wessen Businessplan eigentlich die bessere Erfolgschance hat, mit reinspielt. Oder es ist gut, wenn alle zusammen wissen, das ist jetzt ein Fremdkörper in der Diskussion, da mischt sich was rein, dass sie dann switchen können, zu welcher Ebene gehört das, wollen wir vorübergehend, Störungen haben vielleicht Vorrang, auf diese Ebene gehen, gucken, was wir dort klären können, damit wir dann auf die andere Rollenebene zurück können. Und dort im Einklang mit den Ebenen dahinter und nicht eigentlich gestört durch Ebenen dahinter, dann auch sehr effektiv kommunizieren können. Da ist noch eine ganz neuere Unterscheidung. Und das sind jetzt so, das hat
Das hat keine durchgehende Systematik, es sind immer wieder plötzlich Unterscheidungen, Luhmann würde sagen Leitdifferenzen, die mir begegnet sind oder die mir eingefallen sind.